Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Eurovision Podcast hier bei Eurovision Fan Channel. Wir informieren euch hier über alles, was so rund um den ESC 2013 in Malmö passiert. Malmö Spezial. Bei unserem ersten Malmö Spezial geht es um die Startreihenfolge. Dort soll das Verfahren ja geändert werden. Es soll kein Losverfahren mehr stattfinden, sondern die Regie des Fernsehsenders soll entscheiden, wann welches Land antritt. Nur San Marino unterstützt diese Idee, sonst kam nur Kritik aus anderen europäischen Ländern. International. Seit 3 Jahren wird schon in Asien die Werbetrommel für einen Contest in Asien geschlagen. Allerdings erst jetzt bei der 49. Generalversammlung der ABU, das ist die Asian Pacific Broadcasting Union, wurde ein ABU TV Song Festival und ein ABU Radio Song Festival beschlossen und jetzt auch ausgerichtet. Das TV Festival war ein Festival für Stars aus den jeweiligen Ländern. Es gab keine Preise und es haben auch nur 11 Länder teilgenommen. Das Radio Festival war ein Festival für Newcomer. Da wurden auch 5 Preise vergeben. Und es besteht die Hoffnung, dass sich aus beiden irgendwann ein Asia Vision Song Contest entwickelt. Teilnehmer. Als eines der ersten Länder hat Belgien seinen Teilnehmer bekannt gegeben. Es ist der 18-jährige Newcomer Roberto Bellarossa. Er hat gerade The Voice in Belgien gewonnen. Deshalb hat sich der belgische Fernsehsender auch dazu entschlossen, ihn nach Malmö zu schicken. Nach dem Sieg bei The Voice hat er auch sein erstes Studioalbum aufgenommen. Auf diesem Album ist allerdings nicht sein Song für Malmö. Der wird im Dezember entschieden von einer Jury und Radiozuhörern. Es ist aber davon auszugehen, dass er viele Punkte aus Italien bekommen wird, da er italienische Wurzeln hat. Für die Niederlande steht der Teilnehmer auch schon fest. Es ist Anouk. Sie ist am 8. April 1975 geboren, also sie ist 37 Jahre alt und ist eine richtige Rockröhre. Sie ist sehr, sehr erfolgreich in den Niederlanden und hat schon 11 Studioalben produziert. Sie ist sehr erfolgsverwöhnt, also eine richtige Chartstürmerin. Und sie sagt von sich selber, dass sie mit einem Killer-Song nach Malmö 2013 gehen wird. Welcher Song es dann wird, werden wir alle im Februar erfahren. Newsflash. Die Tickets gibt's für die Eurovision-Fans ab dem 26. November 2012 zu ergattern. Es gibt schon Tickets ab 10 Euro und es gibt 9 verschiedene Shows. 2 Proben fürs Finale und fürs Halbfinale, 3 Live-Shows, also mit den Semifinalen und das große Finale und 2 Familienshows für die ganze Familie. Liz Assia hat sich zum zweiten Mal hintereinander nicht für den Schweizer Vorentscheid qualifiziert. Wieder mit einem Song von Ralf Siegel scheiterte sie an der Hürde der Internetabstimmung für den Vorentscheid. Sie hatte sich diesmal mit der aus Bern stammenden Rappergruppe New Jack zusammengetan und ihr Lied All in Your Head aufgenommen. Dieses wurde allerdings von der Internetgemeinde aus der Schweiz abgelehnt und nicht in den Vorentscheid gewählt. 9 Songs stehen jetzt zur Auswahl. Wer dann für Malmö antritt, erfahren wir im Februar. Die Vorentscheide für den Eurovision Song Contest 2013 in Malmö gehen langsam los. In Österreich am 15. Februar, in der Schweiz am 15. Dezember, in Lettland am 16. Februar, in Island und Norwegen am 9. Februar und in Schweden am 9. März. Das war unser erster Eurovision Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut in unsere anderen Videos rein und wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Podcast wieder. Tschüss.